So, da bin ich auch schon zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich erziele Kopfschüsse mit Gewehren. Erstmal ein paar kleine Tipps für alle, die da leichte Probleme haben. Macht es schon mal auf gar keinen Fall im Solo-Modus, sondern geht dafür auf jeden Fall in den Gruppenkeile-Modus, auch wenn derzeit ziemlich viele Leute leaven bzw. rausgehen. Ihr werdet es da am schnellsten hinkriegen. Ich bin jetzt in der zweiten Runde, habe halt in der ersten Runde nur einen hingekriegt, aber jetzt halt in der Runde schon allein drei Stück. Das Problem ist halt eben, die eine Runde, da hatte ich nur drei Gegner am Ende, also katastrophal. Dann was anderes, wenn ihr den Kanal supporten wollt, natürlich gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, denn 80% aller Aufrufe wurden von Nicht-Abonnenten gemacht. Und ich meine, ich helfe euch, dann helft mir doch auch ein bisschen. Einfach mal ein Abo raushauen. So, hier haben wir schon den ersten Patienten. Zack, habt ihr gesehen? Headshot. Ja. Aber jetzt haben wir 5 von 10. Und so war eben auch, stand oben an der Rampe, kam einer direkt zwei Headshots gegeben. Schmeckt. Ich sage jetzt, seht das Ganze einfach nicht so eng, auch wenn Gruppenkeile natürlich auch verschwitzt ist, aber gefühlt kann man einfach am schnellsten dort leveln und hast nicht gesehen. So, mal gucken, ob wir hier noch was abschrauben können. Ah, da unten. Warte. Zack. Haben wir nämlich da noch den sechsten weggeholt. Und denkt dran, nur mit Gewehren. Egal ob Tüftlergewehr, müsste eigentlich alles zählen. Aber auf jeden Fall Gewehr, keine Pistole oder sonstiges. Kommt hier mal einer runter? Oder schimmeln die da oben? Ah. Ja. Wie ihr merkt, alle schießen so auf einmal mit Dings. Ja, von hinten auch noch. Hey. So, aber das soll es eigentlich schon gewesen sein. Wie gesagt, Gruppenkeile ist der beste Modus dafür. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Aufgabe. Ist eigentlich ziemlich easy, aber ich schätze mal so ein, zwei Runden werdet ihr definitiv brauchen. Und in dem Sinne, haut rein.